so wie du bist, so wie du bist. Und die anderen sind es nicht. Du bist perfekt, so wie du bist, einzigartig. Bleib so wie du bist, so wie du bist, so. Yo, ich bin's, Tamara. Ja, ich schaue ein bisschen unausgeräumt aus. Aber das ist egal, weil ich war auf der Messe Wien, Buchmesse. Ja, ihr habt das Video schon gesehen. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich gekauft habe auf der Buchmesse. Nämlich erstmal das. Ein Taschendingsbums. Ist mir egal. Zum Beutel. Ja, so, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich da habe. Ich hole da jetzt einmal alles hinaus. Ja? Alles, was ich mitgenommen habe. Und ja, da ist viel. Und was ich auch viel bekommen habe, ist viel. Interview mit zwei Autoren habe ich auch gemacht. Das fand ich extrem cool. Und ja, sogar eine Thalia-Karte habe ich bekommen. Also genommen. So, das ist mein Turnbeutel, ist mir egal. So sieht er leer aus. Ich liebe Turnbeutel. Entschuldigt mich. So, ich habe ja eigentlich vorgenommen, mir keine Bücher zu kaufen, sondern Bilder zu machen und die Bücher dann auf Amazon zu nehmen. Am Kindle zu nehmen. Weit fehlgeschlagen. Sehr weit fehlgeschlagen. Ich habe mir hier jetzt ein paar Bücher gekauft. Das heißt, alle Bücher, die ich gekauft habe und irgendwann mal fertig gelesen habe, verlose ich wieder an euch. Ja! So, Veronika Roth, Rate 9. Das ist mal das erste Buch. Ist ab 12 Jahren und ja, ist eine Fantasy-Geschichte, Fantasy in einer völlig neuen Dimension. Auf das bin ich schon wirklich gespannt. Alter, ich bin wirklich blöd. Ich habe von der letzten Buchmesse noch drei Bücher da. Bei den einen habe ich erst 4 Seiten gelesen. Ich sollte anfangen, die Bücher zu lesen. Und nicht zu kaufen. Zwar kaufen, aber auch lesen. Ah! Alle Fälle, ihr wisst Bescheid. Sobald ich mit den Büchern fertig bin, werde ich sie verlosen. Und vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Ein Buch, das was ich wirklich schon ewig haben wollte, es mir aber auf Kindle irgendwie zu teuer war, ich weiß jetzt nicht, wie viel es kostet, bei Amazon aus, müsste ich nachschauen. Tote Mädchen lügen nicht, davon habe ich die Serie schon gesehen, nur will ich das Buch lesen. Und ich bin echt gespannt, wie das Buch ist, in Buchform. Dann für meinen Sohnemann habe ich auch ein Buch gekauft, nämlich für Weihnachten gleich. Er steht jetzt zur Zeit auf die so arg. Ich habe auch Minecraft-Bücher gesehen, nur die haben es dort nicht gehabt, sonst hätte ich die mitgenommen für Weihnachten. Aber ja, das ist für mein Kind zu Weihnachten. Das heißt, ich muss das gleich verstecken. So, und aus diesem Buch werde ich dann ein paar Kapitel machen. ein paar Kapitel machen. Schimpfen wie ein echter Wiener. Gefrast.
Hier lernen wir, wie in Wien geschimpft wird, meine lieben Leute. Und ich werde mir da ein paar Stellen raussuchen. Ein paar Stellen raussuchen und die werde ich euch vorlesen oder fragen, was hier meint dazu. Arschkriecher, gescheißen Geschissener, euch haben sie ins Hirn geschissen, Guscheude Schastrommel. Also, ja. Ich bin gespannt. Das Buch wollte ich mir eigentlich schon letztes Jahr nehmen. Aber ich habe es noch nicht gefunden. So, jetzt kommen wir zu den drei Büchern. Bei dem Stand bin ich jetzt wirklich dreimal vorbeigegangen, habe mit den Leuten dort geredet. Und ich muss ehrlich sagen, sehr nette Leute, diese Autoren. Ich habe da auch lustige Sachen, also Sachen nicht, aber drei Bücher mitgenommen und ja. Musste mal meinen Kontostand anschauen. Und ja, vielleicht hole ich mir von dieser einen Ausgabe noch die zwei weiteren Bücher. Aber im Stadioncenter ist auch noch so ein kleiner Bücher-Dings. Da will ich mir auch noch ein Buch holen, weil das sehr interessant ist. Und alle Fälle Dominik Heidenreich Lenara. Um was es da geht, seht ihr, habt ihr in dem anderen Video gesehen. Da hat sie das Buch mal kurz vorgestellt. Und es ist meiner Meinung nach sehr spannend. Wie gesagt, ihr bekommt die ganzen Bücher dann, wenn ich sie gelesen habe. Und ja, dann werde ich die Bücher dann auch verlosen. In der Buchrezessions-Dingsbums, ja. Aber vorher muss ich halt die Bücher lesen. Das finde ich cool. Gibt's insgesamt 5 Bände, 3 sind schon hier draußen. Schauen wir mal. Dann Katrin Frank. Meet Me in LA, ein Popstar zum Verlieben. Das Band hat mich sofort angesprungen, weil ich das Cover so schön gefunden habe, ja. Ich liebe ja solche Bücher, ist ja völlig egal, ja. Ich liebe einfach die Bücher, ja. Ein Popstar zum Verlieben. Ich bin gespannt, wie das Buch ist. Ist auch eine sehr nette Autorin. Achso, ja. Was ich da vergessen habe. Ich habe sogar hier einen Gruß bekommen. Viel Spaß beim Lesen. Alles Liebe. Ich habe das nicht auf mich schreiben lassen, aus dem einfachen Grund, weil ich es ja dann verlose. Das heißt, ihr habt hier auch dann eine Widmung dringen. Und das, was mich auch angezogen hat, war dieser Roman, Eva Maria Klima, auch wenn du mich vergisst. Da geht es um eine alleinerziehende Mutter und Hobbyautorin. Und das finde ich auch sehr spannend, da hat mich auch das Cover angezogen und ich bin wirklich gespannt, wie das Buch ist. So, das war jetzt eigentlich die Bücher, die was ich mir jetzt gekauft habe, ja. Einmal habe ich, das Buch hat 9,99 € gekostet, die anderen Bücher habe ich bezahlt mit 68 €. Ja, ich sage, ich bin ausgeartet, aber ja, aber das war ja noch nicht alles. So, meinen Turnbeutel habe ich euch gezeigt, meine Bücher habe ich euch gezeigt.
Hier habe ich noch einen Kalender bekommen, den finde ich cool. Für 2018 kann man sich aufhängen. Finde ich echt cool gemacht. Danke dafür, wenn du das Video siehst. Das ist von Betty Butterskull. Ein Buch, was ich mir auch noch holen werde, aber über Kindle, weil die Bücher, was ich jetzt habe, reichen ja schon. Hier habe ich dann ein paar Blackstrom, das hört sich auch gut an, ist von Manuela Fritz, ist wirklich, das Cover hat mich auch vollkommen im Bann gezogen, nur ich habe mich irgendwann entscheiden müssen, was ich wirklich nehme, weil ich ja mein Kind auch noch abholen muss. Die Suche nach Glück, Maesha, schätze ich jetzt einmal. Dann habe ich hier noch ein paar Momente. Ja, machen wir das einmal so. Dann habe ich noch Lesezeichen mitbekommen und mitnehmen dürfen. Sternenrot. Auch ein schönes Cover. Ja, Blackstrom. Es gibt Tage, an denen du denkst, dass du untergehst. Wie stark du wirklich bist, merkst du erst, wenn du es überstanden hast. So. Crash Boom Bam. Von Betty Butterfly. Die Bücher werden mir immer angezeigt im Kindle Shop. Schauen wir mal. Ich bräuchte 300 Stunden zum Lesen, dass ich alle Bücher auf einmal lesen kann. Lesezeichen Katrin Frank, das ist super cool. So, was haben wir hier? Das Buch ist ja auch urcool. Also vom Cover her, das ist so cool. Ist eine doppelte Seite. Nackt naschen. Erotischer Liebesroman. Uiuiuiui. Und da seht ihr dann von Dominique Heidenreich. Wartet. Ist eine wirklich sehr eine Liebe. Die haben mich alle gefragt, ob ich Visitenkarten habe. Ich glaube, ich sollte mir Visitenkarten machen lassen. Haben sich mein Blog und YouTube auch gleich abgespeichert. So, das sind einmal die Romane. Ach Gott. Der Geschmack des Blutes ist Band 1, die Blutsklavin und die Blutmagie. Keine Ahnung, wo das Band 2 ist. Ich glaube aber, das ist Band 2 oder das, weiß ich nicht. Die Bücher sind auch schon im Handel erhältlich. Christine Treu, einmal dieses Buch, Weiß wie Schnee, das wurde mir auch schon mal empfohlen von Amazonas. Und dieses Buch ist ganz neu, nur leider ist sich das nicht ausgegangen, dass das schon dabei ist. Ja, und sie kennt auch Betty Zimmermann, Don Boff. Und ja, also solltet ihr wirklich zu der Büchermeister gehen nächstes Jahr. Ich hoffe, ich kann das Video heute noch online stellen oder morgen, weil Sonntag ist ja dann noch. Geht zu dem Stand, aber ich habe euch das eh alles gemacht. So. Ich habe dann Romane Made in Austria, heißt der Stand. Da habe ich jetzt auch ein Taschal.
So. I Kissed the Boss ist von 17.11. Gibt es ab 17.11. Und ja, das finde ich wirklich sehr cool. Weil das Buch habe ich auf Amazon schon gesehen. Und das fand ich wirklich gut. Rache des Schicksals. Eva Maria Klima. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, Lenara habe ich euch schon gezeigt. Blackstone. Ah, da gibt es andere Bücher auch noch. Love and Romance. Und wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinanderzufallen scheint, beide ganz ruhig, so sortiert sich nur neu. Es sortiert sich nur neu. Fasser unbekannt. Vier Fasser. Black Storm. Zeit der Veränderung, Zeit der Erinnerung. Ich finde die so schön, die Lesezeichen. Liebe war nie geplant. Schaut auch cool aus. Black Storm, Zeit der Ankunft. Oh cool. Da gibt es dann so Sticker. Die kannst du irgendwo da dann drauf geben, also so gehört das. Ist auch cool. Okay. Eva Maria Klima. Spiel mit dem Schicksal, Filguri. Das habe ich euch eh schon gezeigt. Love and Romance. Ich glaube, das ist ein Zweiteiler. Worte zeigen, wie jemand gerne wäre. Taten zeigen, wie er wirklich ist. Das stimmt. Two Colors, Unbroken, Sophia Chase. Ja. Na ja, schon, die Suche nach Glück. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Ja, schwere Zeiten, das Cover. Also eine Lese-Dingsbums. Okay, das habe ich euch auch schon gezeigt. Auf Tina Eugen, Auftrag fürs Herz. Tina Eugen Buch. Paris, glaube ich, schätze ich mal. Auch von Eva Maria Klima. Das ist von Tina Eugen, was da geht bei den zwei Büchern. Auch interessant, was ist das? Eva Fei. Ihre Bücher sind das. Sehnsüchtig berührt, bla 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 bla. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Sandkorn voll Liebe von Lisa Diletta. Ja, ihr seht das gut. Nackte Tatsache, habe ich euch eh auch schon gezeigt. Ja. Daniel
Daniele Patrisk, ja, Herzgeschichten, mein Nanny mit Herz, mein Boss, die Liebe und andere Katastrophen, Liebesträume, ist auch eine sehr nette, war auch dort, finde ich urcool. Sehnsucht endlos von Ada Meer. Das Buch schaut aber auch gut aus. So schaut das ungefähr aus. Ja, das ist die Rückseite. So, was gibt es hier? Von Daniela A. Patricks. Okay, ist in so einer Tüte gewesen. Ein Luftballon mit Herz, ist süß. Alles Gute. Hey, das finde ich aber urlieb. Ein Entspannungstee fürs Lesen. Cool. Ein Textschnippel, okay. Das ist ja urcool. Verlag für hintergründige Literatur. Verlagsleiterin. Okay, Verlagsleitung, Autorinnen. Fieb. Aha. Telegons Publishing, das ist ein Verlag. Weil das ist auch cool. Alle Fälle ist da dann noch etwas. Aha, so ich. So. Machen wir das einfach so. Mein Lesezeichen heute jetzt auch mal rein. Und jetzt kommen wir, hier gibt es so ein Roman Made in Austria. Hier sind alle Bücher drinnen, die was es gibt. Und von den jeweiligen, jeweiligen Autoren. Das finde ich jetzt schon mal ganz gut, da werde ich mich noch durchstöbern. Ja, da werde ich euch dann auch ein paar Tipps geben, wenn ich von den anderen Autoren Bücher lese. Aber ich brauche eine Wand. Ich brauche eine behinderte Scheißwand. Ich meine, ich habe da eine, ja. Aber ich brauche so eine Magnettafel Scheißdreck brauche ich da. Unbedingt! Ich habe mich dafür es tut mir leid, ich muss eine rauchen. Ich bin so aufgeregt. Außerdem ist mir eh scheiße kalt, weil ich habe da das Fenster offen. Warum rechtfertige ich mich ständig, wenn ich eine rauche? Warum tue ich das? Das ist dumm! Das ist dumm! Das könnte ich gleich beim Dümmster Award einbauen. Warum rechtfertige ich mich? Ist ja mein Leben, ist meine Wohnung, ist mein Fenster, wenn es offen ist. So, ich kann mein Instagram wieder füttern. Aus dem einfachen Grund. Postkarten. Ich bin nicht weggekommen von den scheiß Postkarten. Mit nur 12% Akku das Haus verlassen. Man muss im Leben auch mal was riskieren. Postkarte Nummer 1. How Honey. It's the 10. Postkarte 2. Ich hab keine Marken, das sind Spezialeffekte. 3. Ich liebe Postkarten, ich hab schon so viele. Nicken, lächeln, Arschloch denken. Denken ist wie Google, nur krasser. Halt
Halt's Maul, ich bin sensibel, du Arsch. Ja, ich liebe sie. Ich war schön, reich und sexy und dann klingelte der blöde Wecker. Ja! Ach du Scheiße. Es ist zwar noch Sonntag, aber ich fühle mich trotzdem schon vom Montag belästigt. Ja? Ich habe mich entschieden und sage vielleicht. Vielleicht. Ich finde die Postkarten so genial. Und die fällt mir ja wirklich extrem genial. I'm not perfect, but I'm a limited edition. Zum Glück gibt es dein Lächeln, deine Worte, deine Freundschaft. Zum Glück gibt es dich. Ich liebe Postkarten, wisst ihr das? Ich liebe sie einfach. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel ausgegeben, aber what happens? Man kann ja nicht alles kontrollieren, oder? Da ich mir sonst hier nichts leiste, habe ich mir gedacht, okay, Postkarten. Ich muss mir jetzt nur eine blöde Wand, so eine dämliche Dings da holen, dass ich das jetzt alles irgendwie auch aufhängen kann, dass das so mein YouTube-Platz da verschönert wird. Beziehungsweise muss ich mal einen anderen YouTube-Platz suchen. Aber es war recht voll, wirklich extrem voll. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, am Vormittag ist es nicht so voll, aber da habe ich mich vertan, weil die ganze Schulklasse da waren. Aber Buchmesse Wien war eigentlich ein voller Erfolg. Es gibt halt Standungen, mit denen was ich eigentlich nicht viel anfange, aber dafür fangen andere damit was an. Solltet ihr in Wien sein, müsst ihr unbedingt im November kommen, wenn die Buchmesse ist. Und ja, ich beende mal das Video. Ich gehe jetzt die ganzen Autoren suchen und ja. Schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Alle Fälle werde ich daran denken, irgendwann mal Visitenkarten zu machen. Und ja, dann kann ich die verteilen. Und ja, ich glaube, das ist wichtig in der heutigen Zeit. Wir sehen sich. Wie gesagt, wenn ich die Bücher gelesen habe, werde ich sie verlosen. In 1-2 Jahren. Scherz. Tschüss.